Ja, mittlerweile ist die Flut an Videos, die sozusagen belegen und begründen, dass es sich um Irrtümer handelt bei Corona, so unendlich groß, dass man da fast kaum noch hinterherkommt. Dinge, die ich vor Wochen gesagt habe, bestätigen sich jetzt immer mehr und so weiter. Wir müssen uns erstmal klar machen, erstmal müssen wir alle Verschwörungstheoretiker verabschieden sozusagen, ja? Also sozusagen, niemand hat da böse Absichten, bei nichts, ja? Also nochmal ganz kurz die Kernaussage, wenn Milliardärskönige über Milliarden verfügen und faktisch die Welt wesentlich bestimmen, was sollten die für einen Grund haben, sich in einer kriminellen Verschwörung jetzt gegen die Menschen, gegen Gesetze zu verstoßen und gegen die Menschen vorzugehen und so weiter? Das ist völlig absurd. Eine kriminelle Verschwörung, das machen arme Schlucker. Das machen arme Schlucker, die reich werden wollen und irgendwie wirre im Kopf sind sozusagen. Ja? Aber jemand, der alles erreicht hat und den die Milliarden regelrecht überhäufen, der bezahlt Lobbyisten, wenn er was erreichen will politisch. Oder er spricht mit den Politikern und so weiter und stellt seine Sichtweise dar und so weiter. Also es läuft doch alles für ihn. Also es gibt diese angeblich bösen Menschen, die sich verschworen haben, die gibt es nicht. Ja? Also das ist die, woher kommen die Verschwörungsideen? Das sind einfach ungebildete Menschen, die keine Ahnung von irgendwas haben und die sich einfach sagen, ja, wenn irgendwas Schlechtes auf der Welt geschieht, dann müssen es ja irgendwelche bösen Eliten sein, die sich da verschworen haben und uns Böses wollen. Ja? Das ist einfach sozusagen so wie ein Kleinkind, das also so, man nennt das auch in der Psychologie, glaube ich, Animismus, die Phase, dass das kleine Kind denkt, hinter allem, was irgendwie geschieht, steckt irgendwie ein lebendiges Wesen. Ja? Und das ist also eine Kinderposition. Die Verschwörungstheoretiker haben das Kinderniveau nie verlassen. Und sozusagen alles, was fehlläuft, schreiben sie irgendeinem Beseelten, einer Anima, einer Seele, ein Animismus, einem beseelten Wesen zu und dann gibt es irgendwo die bösen Strippenzieher. Vergessen Sie das ein für alle Mal. Ja, das ist sozusagen, und wenn Sie es nicht vergessen können, dann ist leider, haben Sie im Bereich, da müssen Sie sich selbst einfach weiter mit den Ungebildeten darüber unterhalten. Ja, das ist, hat hier nichts zu suchen. Ja, Ich kriege manchmal von den Sendern, die unsere Videos veröffentlichen, dann die Kommentare zu lesen. Und wenn ich dann sehe, wie jemand in einem Satz 5 Rechtschreibfehler macht, dann weiß ich, wes Geisteskind diese Kritiker sind. Ne? Man kann mal ruhig einen Rechtschreibfehler machen, aber nicht, wenn alles falsch ist, dann zeigt das, dass es sich um extrem ungebildete Menschen handelt. Ja. Und das sind auch übrigens die Leute, die dann Dr. Markus Krall mit seinem völlig verrückten Liberalismus sozusagen mit diesem Neoliberalismus verteidigen und so weiter. Das sind ja auch immer wieder diese Kommentare, die alle sozusagen mit Rechtschreibfehlern voll sind. Also lauter Unterstützerkommentare sozusagen, voll von Beleidigungen und so weiter, ohne jegliches Argument. Ja, und deswegen also, Verschwörung ist das nicht, sondern alle meinen es gut, aber der Irrtum ist eben, ja, wir kommen ja gleich zu dem Systemfehler. Ich sage erst einmal so die These und dann erklären wir das systemisch, ja. Also wenn Dinge schlecht laufen, kann das auch daran liegen, dass ein System generell schlechte Ergebnisse produzieren kann und dann ist es keine Verschwörung, sondern ein Menschheitsirrtum, weswegen man ein System laufen lässt, das sich irgendwie eingeschlichen hat. Und das, wenn ein System typischerweise Irrtümer produziert, dann passiert das einfach ohne böse Absichten. Und jetzt, wenn man sagt hier,
das Robert-Koch-Institut hält Corona so lange aufrecht und hin, bis endlich das Testgeschäft als Ernte eingefahren werden kann, dann bedeutet das nicht, dass da jemand böse Absichten hat, sondern dass wirklich die Leute vom Robert-Koch-Institut und so weiter wirklich zutiefst überzeugt sind, dass so ein Virus allmächtig ist und dass wir ihn am Ende nur mit Impfung besiegen können. Und die glauben das wirklich, ja? Die zocken nicht bewusst ab, sondern das ist einfach die Evolution gewinnbringender Irrtümer. Und deswegen müssen wir uns jetzt das System nochmal zum 1000. Mal, also bitte alle anderen Videos schauen, ja, nochmal anschauen. Der Arzt, hier haben wir den Arzt, der sich nicht irrt, ja, der in der Wahrheit lebt, ja, und der, bei dem werden die Leute gesund und munter und brauchen ihn nie wieder, und er kann seine Praxis irgendwann schließen. Nach einigen Generationen kann seine Praxis geschlossen werden, denn er hat alle Leute in die Gesundheit hineinberaten. Und dieser Arzt, der sich irrt und der wirklich glaubt, dass Viren allmächtig sind und dass nur Impfen uns alle retten kann und so weiter, der das wirklich glaubt, der verdient halt richtig gut, ja? Vor allem, wenn er dann noch glaubt, dass unsere krankmachende Ernährung harmlos sei und keine Rolle spiele und so weiter, wie es so schön durch die Videos geistert, dass man also, wenn man Vitamine will, einfach nur eine Portion Pommes essen kann, dann hätte man genug Vitamin C, und dabei wird überhaupt nicht berücksichtigt, wie viel in unserem Körper die Transfette bei den Pommes frites zerstören, wie viel die Kartoffeln an sich, wenn sie erhitzt ist, mit ihrem übermäßigen Zuckergrad an sich an Schäden anrichtet und so weiter. All das wird ignoriert, nur weil gesagt wird, dass rein theoretisch und statistisch da irgendwie ein paar Milligramm Vitamin C tatsächlich auch drin sind, neben all dem Schädlichen, ja? Und wenn dieser Arzt also glaubt, nein, also sie mit Essen können sie sich nicht krank machen, mit Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten, mit all dem können sie sich überhaupt nicht krank machen. Und der glaubt das wirklich, ja. Und der wird viele Dauerpatienten sich halten können, weil die ja alle wieder durch die Ernährung immer wieder krank werden und durch den Bewegungsmangel und durch alles mögliche weitere. Und die kann er dann immer wieder mit Impfungen beglücken, mit Medikamenten, aggressiven Medikamenten, die mehr Schaden anrichten, als sie nutzen und so weiter. Und der macht halt das große Geschäft, und dadurch kann er mehr Kinder ernähren, und dadurch breitet sich mit seinen Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern eine ganze, seine Irrtümer breiten sich als gewinnbringende Irrtümer unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, der genau dieses System verherrlicht, übrigens sich auch nur irrt, der irrt sich einfach, der sieht, er hat keine naturwissenschaftliche Grundausbildung und sieht eben nicht die Evolutionsverläufe, die zwangsläufig unter den Bedingungen des freien Marktes ablaufen müssen, nämlich dass sich gewinnbringende Irrtümer vermehren mit ihren Trägern sozusagen, mit ihren Enkelkindern, Urenkelkindern, Urenkelkindern entsteht eine ganze Professorendynastie, und diese Professoren sitzen jetzt im Robert-Koch-Institut und sind wirklich überzeugt von ihren Irrtümern. Und deswegen nur im Endeffekt bewirkt das dann, dass uns das letztendlich das Geschäft, als das Testgeschäft am Ende und das Impfgeschäft und das Testgeschäft und all die anderen Geschäfte am Ende als Ernte eingefahren werden können, ja? Aber das ist keine böse Absicht, das ist Evolution. Also das ist der Grund, deswegen muss man die freie soziale Marktwirtschaft beenden, sozusagen bei der Gelegenheit hier, die lange erwartete neue Homepage der Next Scientist for Future 2, das ist nichts anderes als ein neuer Name für die zweiten Scientist for Future 2, weil manche das besser, der Homepage-Hersteller das wohl besser fand, Next Scientist for Future das zu nennen. Also eine schicke kleine Homepage, und da ist eben aber auch irgendwo kurz erwähnt, wo steht es, da ist die sozusagen hier die Beschreibung.
müsst ihr euch mal anschauen. Da kann man also so richtig schön durchklicken. Ich zeige das gerade mal auch schön rauf und dann kann man wieder ganz hoch und dann kann man das in Englisch aufklicken und dann kann man hier den, so einen englischen Zusatztext aufklicken, so eine Art naturwissenschaftliches Grundstatement der Next Scientist for Future und dann kann man hier zum Kontakt hinklicken und dann oder wieder hoch und zum Kontakt. Überall hat man immer die Telefonnummer, wo meine ehrenamtlichen Helfer und Kollegen von wir vom Team der Ehrenamtlichen sozusagen immer gut zu erreichen sind. Einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Hier ist Impressum, kann man ausklicken und so weiter, die Datenschutzerklärung. Ja, und dann kann man wieder hoch und dann kann man wieder über die, ja, dann gehen wir hier die Next Scientist for Future 2, Next Scientist for Future sind ja der ein Arbeitskreis des Weltrates der Weisen. Und dann haben wir hier wieder nochmal der Punkt, ach so, hier die kann man sich die mal 7 von 24 der Professorinnen und Doktorinnen anschauen, die dem Weltrat angehören. Und ja, wo ist es jetzt? Hier haben wir die Wohlfühl. Also hier erinnern Sie sich kurz an Bhutans Bruttonationalglück als Staatsziel. Sie, ja, Sie, liebe lesende Person, erhalten viel besser als in Bhutan eine zusätzliche Wahlstimme, die Wohlfühlnote oder besser Wohlfühlstimme, mit der Sie dem Bundeswahlleiter Wiesbaden einfach nur mitteilen und so weiter, unbedingt lesen. Also das ist das, was der erste Diskussionsvorschlag, wenn ein Staat also sagt, okay, wir wollen dieses Wirtschaftswunder durch die Next Scientists for Future haben, durch den Weltrat der Weisen und so weiter, wir wollen das in unserem Lande haben, dann wäre die erste Frage, die man der gesamten Bevölkerung stellt, lasst uns mal diskutieren über die Wohlfühlwahlstimme oder Wohlfühlstimme, kurz gesagt, denn diese Wohlfühlstimme dreht dann alles um, ja, das heißt also, der Arzt, der in der Wahrheit war und sich nicht geirrt hatte, der musste ja seine Praxis schließen unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Das Dr. Markus Krall musste er ja sozusagen seine Praxis schließen, weil einfach die Leute so gesund waren, dass sie ihn nicht mehr brauchten, ja, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Und der sich geirrt hat. Und jetzt nach der Wohlfühlstimme kehrt sich alles total einfach um. Die ganze Welt wird vom Kopf auf die Füße gestellt. Der hier mit der Wahrheit rückt hier hin. Der wird extrem erfolgreich, weil über die Wohlfühlstimme seine Kunden fühlen sich ja total wohl, weil er sie ja in die Gesundheit hin berät und durch seine Gesundheitskommune sozusagen und sein Gesundheitsteam alles tut. Sport, eigener Sportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles, was Menschen gesünder und glücklicher macht. Die Leute geben bessere Wohlfühlnoten ab, ihre Gesundheitsdaten verbessern sich und die Krankenversicherung schüttet diesem Arzt Verdienstzuschläge aus, während der sich irrt, so wenn der hartnäckig bei seinen Irrtümern bleiben sollte und nicht bereit ist, von dem Weltrat der Weisen sich korrigieren zu lassen in seinen Irrtümern, in seinen gewinnbringenden Irrtümern, dann wird der seine Praxis bald schließen müssen, weil er kriegt keine Verdienstzuschläge mehr, verdient also entsprechend weniger und ist dann irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn es um die Konkurrenz der Praxismietenzahlungen geht, sozusagen. Sagen und er wird auskonkurriert von den wahrheitsorientierten Ärzten. Und dann haben wir nach einigen Generationen, sind überall alle Professorenstellen besetzt von wahrheitsorientierten Ärzten. Und die, wenn wir die dann befragen und wenn wir die in den Ranglisten sehe ich dann als Kunde, wer in meinem Umfeld, welcher Hausarzt, welchen Gesundheitsförderungs- und Wohlfühlverbesserungswert sozusagen, welche Praxis hat. Ja, und dann kann ich zu denen gehen und wenn dann irgendwie ein Virus irgendwo in China auftaucht oder in hinter Indien, dann kann ich diese echten Experten befragen, die in der Wahrheit sind und die sagen uns dann wahrscheinlich hier, nö, wir
wir machen jetzt alle nochmal verstärkt, ja, wir sollten die Angst vor diesem Virus nutzen, um direkt gesunde Bewegung mehr zu machen, noch mehr auf unseren Körper zu achten, lauter super Bio-High-Qualitäts vitaminreiches, frisches, reif geerntetes Obst und Gemüse und so weiter und so wenig essen wie möglich, vielleicht erstmal 4 Tage nur fasten oder ganz vor allem, wie Dr. Med-Gerd Reuter mit TH so schön sagt, immer kleinere Portionen essen. Also ich kämpfe im Moment damit, dass ich esse ja nur noch wegen Intervallfasten sowieso, nur noch einmal abends relativ spät, manchmal nach dem Sport. Jetzt ist mir ja der Sport verboten worden sozusagen, leider. Aber abends spät eine Portion am Tag, und diese Portion muss, je älter der Mensch wird, muss sie jeden Tag kleiner ausfallen. Ich versuche jetzt immer, dass alles bei mir, Töpfe und Gemüsetopf und alles, nur noch am Boden ganz leicht bedeckt ist, also sozusagen, und trotzdem komme ich nur ganz langsam von meinen 5, 6, 7, 8 Kilo Übergewicht runter. Also einfach trainieren, einmal am Tag nur noch essen, sonst nichts mehr essen, den ganzen Tag über nur Wasser trinken. Ich tue da immer noch einen kleinen Schuss Magnesium rein, ja. Aber ich will so Wasser fasten, also Wassertrinkkur ist, also Wasser ist automatisch ein Heilwasser, weil es dem Körper die Möglichkeit gibt, sich zu ordnen, zu reinigen und zu entgiften und so weiter. Also den ganzen Tag nichts anderes als Wasser und abends diese ganz kleine Portion Gemüse und Obst und so weiter, winzig und immer noch kleiner und jeden Tag noch kleiner. Und jetzt, wo ich diese kleinen Portionen esse, ich habe null Hunger und mein Körper geht Gramm für Gramm runter sozusagen. Und vielleicht ist das das Beste, denn das Fasten ist immer irgendwie eine Anstrengung und so weiter. Auch wenn man jetzt irgendwie eine Infektion hätte, ja, dann wäre es ja das Sinnvollste, ja, nehmen wir mal an, Sie merken jetzt was, dass der Coronavirus Sie hat mit den typischen Symptomen. Ja, dann machen Sie doch mal 4 Tage Fasten da und immer leichte Bewegung. Also leichte Bewegung, wieder in Tiefenentspannung, aber bloß nicht überlasten beim Sport. Immer nicht auspowern, ja, wie es so schön heißt, sondern leichte Bewegung und 4 Tage Fasten. Angeblich hat dann nach Dr. Med-Rüdiger Dahlke dann Ihr Immunsystem die maximale Leistungsfähigkeit. Ja, also sozusagen, wie ich früher immer schön gesagt habe, Schwitzlauf, ziehen Sie sich extrem warm, trinken Sie vorher viel Wasser, ziehen Sie sich extrem warm an, joggen Sie damit gemütlich, ganz gemütlich. Wir dürfen ja im Moment die Sportvereine nicht besuchen, ja. Und schwitzen Sie dann, von mir aus legen Sie sich danach in das von einem Arzt empfohlene heiße Bad, wenn Sie keinerlei Herzprobleme haben, und lassen das Wasser immer heißer werden, sodass Sie sich ein künstliches Fieber erzeugen, bloß keine fiebersenkenden Medikamente, wie Dr. Med-Gerd Reuter sagt, bloß so wenig Medikamente wie möglich, am besten gar keine, ja, und dann kochen Sie das Virus aus und dann stirbt das, ja. Also führen Sie das Wasser hoch und dann legen Sie sich in ein warmes Bett und schwitzen nochmal nach und so weiter. Ja, und fasten Sie und fasten Sie weiter. Und dann haben Sie nach 4 Tagen haben Sie maximale Immunsystemleistung und dann ist das Virus besiegt. Ne? Ganz einfach wahrscheinlich, ne? Vermutlich. So äußern sich zumindest die Ärzte, die im Internet sich geäußert haben dazu, ja. Gut, ich gebe jetzt also ja hier nur das weiter, was diese Ärzte so gesagt haben. Ne? Klingt aber sehr vernünftig, ja. Ja, dann, ich lese mal kurz weiter, ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt keine Verschwörung, das Ganze ist ein Systemfehler und Systemfehler führen dazu, dass systematisch Irrtümer multipliziert werden und deswegen gewinnbringende Irrtümer die Köpfe aller besetzen und deswegen
irren sich alle und von diesen Irrtümern werden wir, von diesen Viren des Geistes, den Irrtumsviren des Geistes, von diesen werden wir alle sozusagen von diesen parasitären Memen oder Virusmemen, werden wir alle infiziert und angesteckt, werden dadurch panifiziert, also werden in Angst und Schrecken gebracht sozusagen, und aus Angst und Schrecken heraus kommt es dann zu übermäßigen Todeszahlen und so weiter, die dann am Ende auch wieder dem Virus dann in die Schuhe geschoben werden. Ja? Und denn nichts, was geschieht in der Welt, bleibt ohne Wirkung. Und einer Weltbevölkerung Angst zu machen, hat eigene Folgen und eigene Ergebnisse. Ein Beispiel war so schön geschildert, wenn ein Unfallretter, ein Rettungswagen sozusagen, ein Rettungssanitäter an einen Unfallort kommt, dann soll er als erstes dafür sorgen, dass sein eigener Puls runtergeht und er selbst versuchen, sich angstfrei zu machen. Denn wenn er an der Unfallstelle Panik verbreitet und Angst verbreitet und so weiter, dann steckt das sofort alle an und dann haben sie viel höhere Komplikationen und Sterbezahlen und Komplikationen aller Art. Das heißt, Angst ist ein eigener zerstörender Faktor, ja, sozusagen, der die Leute hektisch macht und so weiter und eben die Sterberaten erhöht. Ja? Also Angst kann töten. Voodoo-Tod ist nur ein Beispiel, da wird den Leuten irgendwie, und die Leute glauben dran, und dann wird ihnen irgendwie der Tod angedroht oder vorhergesagt, und dann sterben sie tatsächlich, weil unter Angst ihr System kollabiert sozusagen. Ja, ja, was ganz zwischendurch mal was ganz anderes, wir kommen gleich wieder auf alles zurück, ja, also aber nochmal, um das abzuschließen hier. Es ist die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die er uns auf den Hals hetzen möchte, die genau der Systemfehler ist, den wir korrigieren müssen, der also uns diese Irrtumsausbreitung und Irrtumsausschüttung und Multiplikation von Irrtümern und Irrtumsvirus-Memen sozusagen bringt und immer seit 400.000 Jahren gebracht hat, oder streiten wir nicht drüber, irgendwann. Ja, also wir wissen genau, dass die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall mindestens 140.000 Jahre alt ist und maximal 400.000 Jahre alt ist. Suchen Sie sich aus, wann es begonnen hat. Ne? Ja, dann, KenFM hat was ganz Tolles da erzählen lassen auf seinem Sender, auf seinem Internetfernsehsender. Da hat er von Jack London ein Buch, wurde da zusammengefasst, von einem Redner dort bei KenFM. Und zwar eine total eindrucksvolle und interessante Geschichte, ein Roman der Auslöschung aller Chinesen durch Biowaffen der westlichen Mächte sozusagen und Neubesiedlung durch US-Bürger und westliche Bürger sozusagen. Ja, also das heißt, diese Geschichte ist total eindrücklich. Da wird so geschildert, ja, also dass eben die Chinesen werden wirtschaftlich immer erfolgreicher sozusagen in dem Roman von Jack London, ist ja einer dieser ganz berühmten Buchautoren, ja. Ich glaube, da gibt es ja ganz berühmte Bücher, die verfilmt wurden und auch in Deutschland überall geschaut wurden, ja. Also, das wollte ich zeigen hier, da. Also warum werden die Chinesen so erfolgreich sozusagen und warum erschrecken sie sozusagen die Europa und USA so sehr und so weiter? Weil die Chinesen offensichtlich nicht ganz so viel Fehler in der Bevölkerungspolitik machen. Also bei den Chinesen scheint es so zu sein, dass sich die inkompetenteren Berufstätigen sozusagen nicht sehr viele Kinder in die Welt setzen dürfen, vielleicht sogar, ja, oder ich weiß nicht, wie die das machen, die sind ja so eine Art Diktatur. Und auf jeden Fall setzen bei denen offensichtlich die intelligenzmäßigen, weniger kompetenten nicht sehr viele Kinder in die Welt und die
kompetentere Hälfte der Gesellschaft offensichtlich etwas mehr Kinder in die Welt. Und dadurch werden natürlich lauter Talente geboren, die dann durch gute Ausbildung zu hochleistungsfähigen Erfindern und Technikern werden und so weiter. Und dadurch wandert natürlich, zieht natürlich die Chinesen den Europäern und den Amerikanern davon, denn dort haben sich ja sozusagen die freie soziale Marktwirtschaft ja dazu geführt, dass sich überall sozusagen Systeme gebildet, die allen schaden. Ich habe ja eben geschildert, wie gefährlich das Gesundheitssystem als Systemfehler, also das System hinter dem ganzen Skandal sozusagen, ist, dass es zwangsläufig und in allen gesellschaftlichen Systemen muss es immer zur Ausbreitung der karrierebegünstigenden profitablen Irrtümer kommt. Und so haben wir in hochentwickelten Staaten wie USA und Europa, ja, haben wir natürlich lauter Irrtumsgebäude, die immer dem Rest der Gesellschaft schweren Schaden zufügen. Also der Schaden, den unser Gesundheitswesen der Gesellschaft zufügt jedes Jahr, beziffert sich auf ca. 375 Milliarden im Moment jedes Jahr, Tendenz ständig steigend, ja. Und denn wahrscheinlich könnten wir ein ideales Gesundheitssystem nach der Reform durch die Next Scientists for Future auch fahren mit sozusagen mit, ich habe übrigens vergessen, Sie müssen, also das Google hat die neue Homepage noch nicht, also, sondern Sie müssen Next Scientists for Future als ein Wort .de schreiben, also next, ein Wort, nextscientistforfuture.de, dann haben Sie die Homepage direkt, die neue von denen. Oder auf der alten Homepage, da wird direkt der Link gezeigt und die alte ist ja jetzt ungültig geworden und nicht mehr aktuell und nicht mehr gültig sozusagen, hat also keinen offiziellen Status mehr, hat keine Bedeutung mehr, ist nur noch Studienmaterial für willige Studierende. Ja, also das heißt, USA und Europa haben wir so viel irrtumsgeleitete Bürokratien und ich denke nur ans Arbeitsamt, das also quasi die Arbeitslosigkeit regelrecht pampert und verwaltet und fördert und so weiter. Alles aus Irrtümern heraus, alles ohne böse Absichten und so weiter. Und dadurch kommt es dazu, dass in Europa und Amerika aus diesem Bereich der niedrig qualifizierten einfach viel zu viel Kinder geboren werden. Das wäre quasi wie wenn ein Löwe, der nicht in der Lage ist, sozusagen sich sein Wild zu fangen, weil er einfach genetisch zu unfähig ist, zu langsam ist und so weiter, dass wir den quasi durch irgendwie im Rahmen eines Zoos sozusagen so mit Futter überschüttern, dass genau dieser Löwe, der unfähig ist, Beute zu fangen, besonders viele Kinder bekommt sozusagen und während Europa und USA alles dafür tun, die Erfolgreichen zu bestrafen, wenn die Kinder bekommen. Die werden bestraft, wirtschaftlich, finanziell und mit allen Maßnahmen. Und das wollen ja alles die Next Scientists for Future natürlich ändern. Die Next Scientists for Future.de natürlich ändern. Ja? Also das heißt, wir Europa und USA können nur überleben im Wettbewerb mit China und Co., mit Indien und so weiter, wenn wir endlich die teuflische freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die er jetzt ja noch mit seiner bürgerlichen Revolution noch verstärken will, also das Übel will er noch uns vergrößern und an den Hals hetzen, regelrecht, ja, dass wir die so schnell wie möglich beenden müssen. Das habe ich aber auch schon oft genug gesagt. Und dann werden wird Europa und USA wieder sozusagen werden wieder viel mehr zukünftige Erfinder, Entwickler und Genies geboren sozusagen und dadurch werden wir wieder, wird unsere Normalverteilung wieder zügig nach rechts wandern sozusagen und dann können wir halbwegs mit den Chinesen Schritt halten oder sogar, wenn wir also sozusagen vor den Chinesen, die sozusagen zum Beispiel die Wohlfühlstimme und ähnliche Dinge einführen, dann werden wir sogar die Chinesen wieder überholen. Ja? Dann werden Europa und USA und so weiter werden wieder die
die absolut konkurrenzlos führenden Nationen der Erde werden. Ja, wer das nicht will, muss irgendwie geisteskrank sein, denn er will dann, dass seine eigenen Enkelkinder in ein paar Jahrzehnten von 2 Euro am Tag dahin vegetieren müssen und im Müll nach Nahrung suchen müssen, in den Müllhalden und Müllbergen, so wie das in Afrika gemacht wird. Ne? Und das ist der Wahnsinn. Ja, deswegen also USA im Moment, ich weiß nicht, was in den Trump da geritten hat, dass er sich von seinen irrtumstragenden Medizinprofessoren sich da hat beraten lassen. Vielleicht hat ihn jemand beraten, dass er die Wahl schneller gewinnt, wenn er sich jetzt als Held gegen Corona erweist, so wie unser Jens Spahn oder ähnliches, ja. Aber letztendlich gefährdet er jetzt, denn die Chinesen sind schon wieder am Vollgas geben wirtschaftlich. Ja, die sind schon wieder daran, hier am Vollgas geben und uns wirtschaftlich davon zu ziehen, ja. Und Trump knüppelt jetzt auch noch die USA runter, ja. Die einzigen, die ja nicht mitknüppeln, ja, sozusagen, ja, aber da komme ich dann gleich dazu. Ich mache erstmal dieses Jack London-Beispiel fertig, ja, da passt die Flagge von USA so schön dazu mit dem Virus, ja. Dass also dann in diesem Roman schießen dann die Amerikaner und die Europäer, also Biowaffen mit Viren und so weiter, in das Land rein. Und dann wird so schön eindrücklich geschildert, wie dann das ganze Land, wie nur noch Hundehorden durch das Land ziehen und irgendwelche Räuber- und Verbrecherbanden, die werden nochmal schnell erschossen und so weiter. Und dann kann China endlich von Europa und US-Bürgern besiedelt werden, so wie es bei den nordamerikanischen Indianern gemacht wurde, ne? Als Nordamerika alle ermordet wurden und dann die Europäer dann Amerika besiedelt haben. Ne? Und so kann es aber auch bald Europa gehen, denn irgendwann werden die Präsidenten wie Trump vergessen, dass sie ihre Herkunft in Europa war. Und dann werden sie sagen, ja, wenn Europa uns dann eine unliebsame wirtschaftliche Konkurrenz sein sollte, dann schicken wir dort auch mal ein paar Biowaffen rüber und so weiter. Ja, also das wie gesagt, das ist nur ein Roman, aber das war in wenigen Worten bei KenFM ganz eindrücklich geschildert worden. Ne? Ja. Also, deswegen, so leid es uns tut, also mir tut, das ist ja jetzt meine private Meinung, ja, denn eigentlich die Next Scientist for Futures.de und der Weltrat der Weisen äußern sich ja zu diesen Themen gar nicht, ja. Aber ich bei meiner naturwissenschaftlichen Grundausbildung muss ich ganz klar sagen, ein Land, das über Bevölkerungspolitik nicht reden will, ist höchstwahrscheinlich zum Untergang verurteilt, ja. Das bedeutet einfach den notwendigen Untergang. Noch kurz die Absage an all diese Rechtsnationalen, also jedes Land muss nicht nur seine fähigen Leute intern dazu bringen, wieder etwas mehr Kinder zu bekommen, bei gleichzeitigem insgesamten durchschnittlichen Bevölkerungsschrumpfen, denn angeblich haben wir für eine gesunde Ernährung zu viel Menschen auf der Erde, das behauptet wenigstens Dr. Markus Krall, also für eine gesunde biologische Ernährung hätten wir zu viele Menschen auf der Erde, ja, das sei nicht stemmbar, also müssen wir alle insgesamt weniger werden, aber wenn wir insgesamt weniger werden, dann müssen diese hier wenige Kinder bekommen und diese möglichst gar keine, ja, das ist, sonst kann es ja keine Weiterentwicklung geben und dann verlieren wir ja gegenüber der Konkurrenz, ja, und was wir machen müssen, wir müssen natürlich versuchen aus aller Welt, was ja Deutschland ganz erfolgreich macht. Die fähigsten Köpfe aus aller Welt müssen wir natürlich versuchen, nach Deutschland zu locken. Und wenn die Wohlfühlstimme in Deutschland angefühlt wird, dann kommen ja auch die Fähigsten. Und jetzt den ganzen Rechtsradikalen nochmal ganz klar gesagt, diese Leute,
die werden sie gar nicht merken, weil die sind so höflich. Wenn die Fähigsten der Welt nach Deutschland kommen, ja, die integrieren sich nicht nur, die assimilieren sich. Die sagen, wie sind die Geflogenheiten in Deutschland, wie kann ich mich darin reinfinden, wie kann ich mich daran anpassen, wie kann ich mich total alles assimilieren, denn ich bin hier Gast, ich bin wegen der Wohlfühlstimme und der hohen Lebensqualität in Deutschland komme ich gern nach Deutschland und ich werde nie etwas tun, was irgendwie die Welt der Aufklärung der westlichen Welt irgendwie in Frage stellt, sondern ich will mich darin integrieren. Am besten suche ich mir einen Liebespartner und habe mit dem Kinder, dem Liebespartner vielleicht aus der Ursprungsbevölkerung und dann habe ich Mischkinder und diese werden sie gar nicht bemerken, weil das werden so nette Kinder und so nette Erwachsene sein, die total harmonisch mit uns leben und die unseren Genpool mit wertvollen neuen Genen anreichern sozusagen, ja, und verhindern, dass wir im Genpool eine Vielfaltsarmut sozusagen erleiden, ja. Und das heißt also nix Rassismus und nix Rechtsradikal, sondern genau das Gegenteil. Multikulti, ja, aber nicht Multikulti hier, sondern mit lauter Leuten, die sich weder integrieren noch assimilieren wollen noch können, ja, sondern Multikulti hier. Multikulti, ja, danke, aber mit den fähigsten Ausländern aus aller Welt. Ja, herzlich willkommen, denn die assimilieren sich, die integrieren sich und die heben unseren Leistungsstandard an und machen uns konkurrenzfähig gegenüber China und USA und so weiter. Ja, und wer sagt uns nicht, dass es nicht irgendwann doch China ist, das also sozusagen irgendwann Raketen mit Biowaffen auf uns schickt, wenn wir technologisch nicht mehr konkurrenzfähig sind, wenn wir keinen Raketenabwehrfangriegel mehr haben, der solche Mini-Biowaffenraketen, wo wir mit unseren eigenen Mini-Raketen die zuverlässig mit abschießen können und so weiter. Wenn wir das nicht haben, weil wir kein Hightech-Land mehr sind, warum soll dann nicht eben das, was bei KenFM von Jack London, dieser Roman, der so schön geschildert wurde, ja, warum soll das nicht bei uns passieren? Das sind alles Träumereien, ja, also wir brauchen doch nur einen Western zu schauen, dann wissen wir doch, dass das Realität ist, noch vor kurzem Realität gewesen ist, ja. Also dieses naive Denken, jetzt auch hier gerade zum Beispiel hier Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter, ja, also Greta Thunberg, Fridays for Future, die haben leider auch dieses naive Denken, dass die sozusagen alles tun würden eigentlich, um Europa zu zerstören, ja, also wenn man das, was die jungen Leute fordern, all die Träumereien, auch die ein Christian Felber mit seiner Gemeinwohl, seiner missratenen Form der Gemeinwohlökonomie im Gegensatz zu den Next Scientists for Future.de sozusagen, da ist, also die würden ganz Europa völlig zerstören. Ja, also das Resultat wäre die Totalzerstörung Europas. Ne? Ja, das heißt also, also diese Geschichte von Jack London, das sollte man als Roman wahrscheinlich sogar lesen. Also ich fand, dass die wenigen Sätze, die dabei KenFM geäußert haben, waren so eindrucksvoll. Das ist eben ein genialer Roman, der die Realität erfasst. Ja, so, der... Dann schauen wir mal weiter. In Schweden geht das Leben ganz normal weiter. Das wurde sogar von den öffentlich-rechtlichen Sendern berichtet. Ja? Also interessant ist sozusagen eigentlich, was ist mit Island? Island ist neu aufgetaucht als Name. Island, Schweden und Weißrussland haben sich doch teilweise diesem Panikmache waren etwas entgegengestimmt. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch jetzt hier, nichts bleibt ohne Auswirkung. Die Tatsache, dass Island, Schweden und Weißrussland
sich etwas gewaltig zurückhalten mit den Maßnahmen, den vermeintlichen Maßnahmen gegen das vermeintlich, also gegen das Coronavirus, ja, da müssen wir uns klar sein, dass trotzdem, man hat das an den Berichten gesehen, trotzdem sind die Schweden, die Bürger, ängstlich und verunsichert durch das, was die Welt außenrum macht. Also das heißt, all diese Irrtümer außenrum, ja, dass also die anderen Länder alle nicht von solch bedächtigen Gesundheitsamtpräsidenten oder was auch immer das da in Schweden ist, ja, sozusagen informiert werden, sondern dadurch, dass die weltweiten Irrtümer der Medizinprofessoren weltweit auch natürlich nach Schweden gedrungen sind und nach Island gedrungen sind und nach Weißrussland, wird das allein dadurch zu Todesfällen kommen. Leute werden mehr in Arztpraxen strömen und sich da mit Arztpraxenzusatzkeimen infizieren. Und dann werden sie in die Krankenhäuser strömen und dann werden sie sich dort mit Krankenhauszusatzkeimen infizieren und daran sterben. Und dann werden sie von iatrogenen Erkrankungen, also durch Ärzte verursachten, zum Beispiel durch übermäßige medikamentöse Behandlung, durch iatrogene, also durch Ärzte verursachte Zusatzerkrankungen getötet werden und so weiter. Das heißt also, Island, Schweden und Weißrussland sind nur etwas weniger berührt von all der Panik und vor allem auch von weniger Maßnahmen berührt. Aber da sie weniger Maßnahmen macht, müsste man jetzt einfach nur gucken, saubere Staatsstatistiken müsste es geben in Weißrussland, Island und Schweden. Und dann müsste man sehen, ob die Sterbestatistiken jetzt in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt sind. Denn das hätte ja jetzt automatisch passieren müssen, wenn das Virus die Durchschlagskraft hat, die behauptet wurde von unseren irrtumsmemtragenden Professoren sozusagen, ja, die selber ihre Irrtümer glauben, ja, nix Verschwörungstheorie, ja. Das ist also, das müssen wir uns immer klar sein. Alles hinter das, was ein Naturwissenschaftler immer in der Grundausbildung, jeder richtige Wissenschaftler gelernt haben sollte, alles interagiert mit allem. Also jede Botschaft, allein eine kleine Panikmache, allein die Panik kann töten. Ja, also theoretisch kann das Virus töten, die Panik kann töten, die ärztlichen Irrtümer, dass die vielleicht dann irgendwelche überzogenen medikamentösen Therapien durchführen, wie sie ja Dr. Med Köhnlein so schön beschrieben hat. Und allein diese Behandlungen können dann die Todesursache sein. Und jetzt wurden ins Gespräch gebracht die Obduktionen. Ja, das habe ich ja vor Wochen schon ins Gespräch gebracht, dass wir eigentlich neutrale Obduktionsinstanzen bräuchten. Aber wir müssen uns klar sein, welche Krähe heckt denn der anderen ein Auge aus? Die obduzierenden Ärzte haben ja alle die gleiche Ausbildung und die gleichen Irrtümer gelernt und sind ja Krähen, die einer anderen Krähe kein Auge aushacken. Also man sollte sich von Obduktion nicht so viel versprechen. Ich glaube nicht, dass eine Obduktion wirklich, dass da ein Arzt sich wagen wird zu sagen, dass die Todesursache eines Menschen nicht das Coronavirus war, sondern ein Behandlungsfehler der Ärzteschaft oder ein Krankenhauszusatzkeim oder ein in der Arztpraxis eingefangener Keim oder sowas war oder eben die falsch krankmachende Ernährung der Bevölkerung. Also er würde ja quasi als obduzierender Arzt der gesamten Ideologie des Medizinsystems, den ganzen Irrtums, den Glaubenssystemen, den Irrglaubenssystemen der gesamten Medizin, auf deren Grundlage ihr Geschäft beruht. Ja, ich habe vorhin von den 375 Milliarden Euro gesprochen, also wenn die
Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, der Next Scientist for Future.de sozusagen voll ihre Wirkung entfaltet hätte, dann kommen wir wahrscheinlich mit 100 Milliarden pro Jahr raus und wir haben dann diese 275 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Schaden jedes Jahr nicht mehr. Ne? Wobei der volkswirtschaftliche Schaden ja viel größer ist als diese 375 Milliarden, denn jedes Jahr kommen noch etwa 118 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Krankheit im Unternehmen noch dazu. Das heißt, also wir haben einen Gesamtschaden von locker mal wahrscheinlich 500 Milliarden Euro im Jahr und das nur durch ein einziges System. Und wir haben in Deutschland 20 reformbedürftige Systeme. Also ist die Schätzung der Next Scientist for Future.de, dass sie sozusagen mindestens 500 Milliarden pro Jahr in Deutschland allein Wirtschaftswunder, regelmäßiges, dauerhaftes, konstantes Wirtschaftswunder erzielen können. Das ist wahrscheinlich eine drastische Untertreibung. Das Wirtschaftswunder könnte vielleicht sogar viel größer ausfallen, denn allein mit einem System könnten wir 500 Milliarden pro Jahr plus machen, eventuell. Ja? Also mit einer Systemkorrektur. Ja? Denn die Wohlfühlstimme würde ja auch alle anderen Systeme korrigieren. Das ist wie, die Wohlfühlstimme ist wie eine Bürste. Sie bürstet einfach alle Knoten in den Haaren raus und alle Läuse und alles. Das bürstet einfach alles raus, die Wohlfühlstimme. Ne? Das ist wie so ein Passepartout, passt für alles, ein Schlüssel für alles. Ne? Ja. Also, liebe Milliardärskönige, da liegt die Lösung. Lasst uns, liebe Milliardärskönige, wenn ihr geschützt sein wollt vor den Irrtumswelten der anderen, vielleicht werden gerade einige von euch hier auf der Welt, werden sicherlich auch gerade getötet von euch Milliardärskönigen durch diese Irrtümer der Medizin- und Pharmaindustrie, ja, voll glauben, ja, und sozusagen und einige von euch werden bestimmt gerade im Moment auch getötet. Es gibt schließlich über 2000 Milliardärskönige angeblich auf der Welt und einige von euch werden ganz sicher auch Opfer jetzt dieser Hysterie werden und der ganzen Fehlentwicklung und so weiter. Und ja, wenn ihr euch davor schützen wollt, müsst ihr kooperieren mit den Next Scientists for Future, Scientists for Future.de. Ne? So, also Obduktionen sollte man sich nicht zu viel versprechen, wird jetzt viel von geredet, aber da habe ich schon vor Wochen gesagt, na, muss man halt vorsichtig sein. Wer macht die Obduktion? Ja, welche Ausbildung hat der? Welche Irrtümer hat der gelernt, der die Obduktion durchführt? Na, das ist dann auch wieder ein Problem. Also ist leider, gibt es nichts. Ja, aber jetzt ist doch die Schlüsselfrage, wie viele Schweden, wie viele Isländer und Weißrussen, da müssten jetzt ja eigentlich viel mehr sterben als sonst, denn die, auch wenn sie von uns infiziert sind, sie unterschätzen den Virus ja angeblich und jetzt müssten bei denen ja die Todesraten in den letzten Wochen in die Höhe geschossen sein und immer weiter in die Höhe schießen. Und angeblich, wahrscheinlich ist es so, dass die Zahlen genau das Gegenteil sind. Sonst würde ja die Tagesschau sofort berichten, ja, die Isländer, die Schweden, die Weißrussen haben das nicht so richtig ernst genommen. Bei denen schießen jetzt die Staatsstatistiken, die Sterbestatistiken, schießen gerade die Kurven in die Höhe, raketenmäßig sozusagen und liegen jetzt weit über den Sterbezahlen der Vorjahre. Und damit wäre jeder Bürger sofort überzeugt, dass alles richtig ist, was wir in Deutschland hier machen und in Europa machen und in der Welt machen. Dann wären sofort alle überzeugt, alle Zweifler wären still. Auch ich würde sagen, ja, Beweis ist angetreten, super, Coronavirus ist tatsächlich sehr stark, müssen wir wirklich richtig jetzt. Und dann würde sogar ich hier anfangen, davon zu reden, dass wir uns wirklich alle sozusagen totale Kontaktsperre
wäre, dass wir wirklich 4 Meter Abstand halten müssen und. Ja, also da und dann, ja, und dann Maskenpflicht und so weiter. Bin ich sofort alles dafür. Bräuchte ja nur die Tagesschau oder ZDF heute Meldung. Ja, die Isländer, die Schweden, die Weißrussen haben das Ganze nicht ernst genommen. Deren staatliche Sterbestatistiken sind jetzt gewaltig in die Höhe geschossen, sind jetzt schon doppelt so hoch wie die Sterbeberge in den Vorwintern der letzten Jahre. Und deswegen, die kriegen jetzt die Quittung für ihre Nachlässigkeit und so weiter, für ihre Fahrlässigkeit. Und schon wäre ich mindestens, also sagen wir so, nicht zu 100% überzeugt, weil was ist mit den staatlichen Sterbestatistiken, wer dreht da eventuell an den Zahlen und so weiter. Aber das wär mal richtig ein Argument. Ne? Das hätte schon mal ein bisschen Beweiskraft. Alles andere hat ja null Beweiskraft bisher. Alles, was genannt wurde, waren Anekdoten. Ja, so, ach, guckt mal, da gibt's doch so, kann man so schöne Bilder mit Fernsehkameras drehen, die irgendwie in irgendeiner Weise erschrecken aussehen, ja, und das ist jetzt der Beweis, ne, ja, also so, na, irgendjemand hat erzählt, in Italien wäre irgendwas Schlimmes und da gibt es irgendein allmächtiges Virus und dann sag ich als naturwissenschaftlicher Denker, ja, damit ist ja der Beweis erbracht, ich glaube das sofort, ja, also dann erzählt mir einer von der jungfräulichen Empfängnis von Maria und so weiter und dann sage ich, ja, das glaube ich alles sofort, denn als naturwissenschaftlicher Denker, wenn mir jemand irgendwas vom Krieg erzählt, dann glaube ich ihm das. Ja, also das ist ja, also gut, das wäre doch die Möglichkeit, ne? Ja. Und dann geht's hier weiter, letzte Seite. Wir haben es gleich geschafft. Also ja, das habe ich ja eben schon gesagt, dass wenn wir nach Einführung der Wohlfühlstimme oder ähnlicher Maßnahmen, die nextscientistsforfuture.de haben natürlich ganz viele Methoden und ein riesiges Repertoire. Übrigens könnt ihr auch unten in der Infobox, die Sender haben mir gesagt, dass sie jetzt in den Infoboxen, die Sender, die unsere Videos veröffentlichen, natürlich auch den Link zu den nextscientistsforfuture.de natürlich auch drin haben. Jetzt könnt ihr also auch in der Infobox direkt die neue Homepage besichtigen. Und das heißt, durch die Einführung der Wohlfühlstimme oder der vielen anderen 100 ähnlichen Maßnahmen sozusagen, Korrekturmaßnahmen und Beendigungsmaßnahmen der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall sozusagen, sozusagen sich herausfilternden durch Leistungsranglisten, Transparenz, Lastrangenlisten, gesunden Wettbewerb, also die freie soziale Marktwirtschaft bietet einen krankhaften Wettbewerb in Richtung, wer hat die größten Irrtümer und die Wohlfühlstimme bewirkt einen und die entsprechende gesunde Planwirtschaft, sozusagen echte, gesunde, ideale Planwirtschaft bringt uns einen echten, fairen Wettbewerb darum, wer hat mehr Wahrheiten als der andere, ne? Und am Ende können wir uns dann beratschlagen lassen von den Ranglisten-Siegern und die sagen uns dann, Immunsystem stärken über alles, Lebensstilmedizin, gesunde Medizin, Gesundheitsförderungsmedizin, Gesundheitskommunen der Hausärzte daran teilnehmen und dann sind wir so immunstark, dass wir über solche Viren lachen. Ja? So. Übrigens noch so eine Schlussbemerkung, die Meldungen verdichten sich, dass unsere Krankenhäuser in Wahrheit unausgelastet sind. Darauf weisen nicht nur die Krankentransporte aus Italien und Frankreich in unsere Krankenhäuser hinaus, sondern dass wir eben mittlerweile so viele Notbetten haben und davon ist, glaube ich, nur ein kleiner Prozentsatz überhaupt belegt. Also denn wenn ich mitkriege, wie auf den Straßen in Wirklichkeit, was ist da, da gibt es ja so viele Leute, die mit unserer Kultur gar nichts zu tun haben und so weiter und die sich auch überhaupt nicht an die Abstandsregeln von 2 Meter oder 1,5 Meter halten, sondern oder auch die ganzen Penner, die dann besoffen auf die Leute zuspringen und denen mitten ins Gesicht reinreden und so weiter, ja. Also wir haben so viele Verbreitungsquellen von Viren nach wie vor in der Gesellschaft, ja, dass
dass wir tatsächlich sozusagen sozusagen eigentlich ja längst müssten unsere Krankenhäuser voll sein mit Schwerstkranken und die müssten jetzt schon am Anschlag sein. Und aber tatsächlich haben die öffentlich-rechtlichen Medien berichtet, dass eigentlich riesige Kapazitäten noch frei sind. Und das, obwohl lauter Leute, ich erlebe das, da die Leute, die gehen mit mir an mir vorbei in einem Abstand von 10 Zentimetern, weil sie sich überhaupt nicht interessieren für die Abstandsregel von 1,5 Meter oder 2 Meter, weil wir so viel Asoziale in unserer Gesellschaft haben und so weiter. Ja. Also viele Leute, die halten sich an gar nichts, denen ist alles egal. Also zum Beispiel ich bin doch sicherlich einer der größten Kritiker dieser sozusagen der Maßnahmen. Ich bin ja einer der größten Fans von Schweden und Island und Dings. Aber ich halte mich natürlich ganz streng an all die Vorgaben, selbstverständlich. Denn es ist doch klar, ich kann mich ja auch mal irren und jeder Mensch irrt sich und so weiter. Und wenn jetzt, natürlich hält man sich an die Vorschriften ganz streng und ganz ordentlich. Bei allem, was ich mache, halte ich 2 Meter Abstand und so weiter. Alles, wenn ich spreche, spreche ich weg von den Menschen, damit sie nicht meine Viren, möglichen Viren abbekommen können und so weiter. Und wenn ich es könnte, würde ich auch Masken tragen. Ich habe sogar noch ein paar da und so weiter. Und wenn es im Supermarkt erforderlich wäre, würde ich das natürlich sofort auch machen, könnte ich auch meine eigenen Masken mitbringen und so weiter. Also ist doch selbstverständlich, dass man sich an die Regeln hält, denn jeder Mensch kann sich irren, auch wenn ich hier mit meiner persönlichen Meinung, die ja nicht identisch ist mit der von den nextscientistsforfuture.de und den Weltrat der Weisen, aber meine so persönliche private Meinung, der ich eben auch als ehrenamtlicher Helfer versuche, den nextscientistsforfuture.de zu helfen, aber meine private Meinung ist sicherlich die kritischste überhaupt, aber trotzdem halte ich mich natürlich ganz streng an alle Regeln und bin total genervt, wenn ich sehe, wie vom Rewe und vom Aldi die Leute nicht in der Lage sind, die sogar auf den Boden markierten, vom Rewe auf den Boden geklebten Abstandsanzeigen, wie die Leute die einfach ignorieren und die anderen Leute quasi mit potenziellen Viren vollpusten. Ja? Also Leute, haltet euch ganz streng an die Regeln. Aber denkt, dass die Gedanken sind frei und lernt jetzt anhand dieser Krise, dass wir die gesamte Welt heilen müssen durch die liebe Milliardärskönige. Verstehen Sie, dass wir die ganze Welt mit den Konzepten des Weltrates der Weisen und der nextscientistsforfuture.de die ganze Welt in eine Welt, eine gesunde Welt verwandeln dürfen. Und liebe Fridays for Future und Greta Thunberg, wo seid ihr? Ja, also hier ist klar, dass junge Leute realitätsferne Träume haben, aber wenn ihr mit den nextscientistsforfuture.de kooperiert, dann können wir wirklich eine paradiesische Welt erzeugen, ja. Aber nicht alle Träume, die man hat, können in Erfüllung gehen. Das, was ihr jetzt im Kopf habt, und deswegen, ich schaue eure Videos gar nicht mehr, weil das ist so langweilig. Immer nur inkompetente, völlig inkompetente Äußerungen von Inkompetenten, die irgendwas, Klima und so weiter reden, ja, und irgendwas reden. Und das ist alles von vorne bis hinten inkompetent. Wenn man all das umsetzen würde, was im Umfeld der Greta Thunberg und Fridays for Future veröffentlicht wird und gesagt wird, außer den nextscientistsforfuture.de, dann würde das alles Europa total in den Ruin stürzen. Wir hätten am Ende ein total absteigendes Europa und die Enkelkinder, die Urenkelkinder von Greta Thunberg müssten sich irgendwann von 2 Euro am Tag ernähren und würden auf den Müllhalden leben und dort ihr Essen zusammensuchen und so weiter. Ja? Das ist das, was deswegen schaue ich praktisch überhaupt nichts mehr von Greta Thunberg und Fridays for Future, denn
erst nach einer Zusammenarbeit mit den nächsten Scientists for Future.de kann in diese ganze Jugendbewegung Vernunft hineingebracht werden, ja. Und leider, die Scientists for Future 1 haben ja da total versagt, weil sie auch keine Vernunft, sondern nur lauter Unvernunft in das Ganze reingebracht haben, ja. Also das waren halt einfach, ja, ich habe es ja eben schon geschildert, ja, also wie das eben im Medizinsystem, die halten sich ja auch für eine Wissenschaft, das sind da natürlich, Medizin war schon immer eine Pseudowissenschaft und war noch nie eine Wissenschaft, ja. Und natürlich, und die Scientists for Future 1, die stammen leider auch überwiegend aus pseudowissenschaftlichen Disziplinen und glauben natürlich ihre Irrtümer und haben natürlich überhaupt kein Wissen darüber, was sie mit ihren Umsetzungsvorstellungen, was sie Europa volkswirtschaftlich antun würden. Ja? Also deswegen, liebe Greta, liebe Fridays for Future, kooperiert mit den nextscientistsforfuture.de und dann kriegen wir eine fast ideale Welt, und dabei müssen wir uns allerdings von manchen eurer Träumereien verabschieden, denn die, wenn wir die umsetzen würden, wenn wir alle eure Träume umsetzen würden, dann würden wir Europa in den Totalruin treiben, der schon voll am Laufen ist, ne? Und das können wir nicht machen. Ja? Wir müssen da schon mit Vernunft reingehen und vor allem so mit 60 Jahren Wissenschaftserfahrung, 70 Jahren Wissenschaftserfahrung. Ich glaube, die ältesten Professoren bei den Weltrat der Weisen, bei der Basisorganisation sind, glaube ich, schon, sogar da sind einige dabei, die sich wahrscheinlich schon 70 Jahre mit Wissenschaft beschäftigen. Ja? 70 Jahre Wissenschaft ist das Minimum, was man braucht, um die Weltprobleme zu lösen, und nicht 17 Jahre Leben, sondern 70 Jahre Wissenschaft, ja, liebe Greta. Mit 17 Jahren Leben hast du noch nichts von nichts eine Ahnung, liebe Greta. Ja, das kann nicht sein, weil nach 70 Jahren erst kommt man halbwegs in die Richtung, dass nach 70 Jahren Wissenschaft, ja, kommt man halbwegs in die Richtung, dass man langsam anfängt, die Welt zu verstehen. Ja? Und das ist leider so, dass die Jugend sehr oft natürlich den größten Wahnsinn hat, dass sie, je weniger sie weiß, desto mehr denkt sie zu wissen. Ne? Und also deswegen, liebe Greta, liebe Fridays for Future, kooperiert mit denen, und dann werden wir, wird vielleicht ganz von selbst, wird dann durch die Maßnahmen der Next Scientist for Future 1 eine ideale, echt kommunistische, echt sozialistische, echt planwirtschaftliche Welt entstehen. Eine ideale Welt, die den Horrortrip des Dr. Markus Krall mit seiner freien sozialen Marktwirtschaft endgültig beendet, weil es uns allen gut tut, weil es auch den Milliardärskönigen gut tut, weil es uns allen gut tut. Ja, also, tschüssi. Ich glaube, es ist alles gesagt. Bis bald. Tschüssi.